Recht herzlich willkommen zur 48. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind irgendwo oben im Orbit. Ich muss da mal hin. Was sind das hier? Debris 4. Das können wir mal recovern. Dann ist das weg. Ah, hat er das jetzt gemacht oder nicht? Ja, das waren zwei Teile oder was. Gut, sind wir zu unserer Rakete zurück. Fly. So, wir müssen jetzt auf 300.000. Der Dralo hat mir ganz viel erzählt, was ich machen muss. Jetzt habe ich das auf den Fokus von diesem Teil, ne? Tja. Das ist das, was ich abgeschossen habe, ne? Gut. Ich glaube, da müssen wir nochmal ins Space Center zurück und müssen das Richtige auswählen. Also beides gehörte zusammen, das ist richtig, aber ich brauchte nicht diesen Ring. Sondern... da steht jetzt zwei Sachen. Ich glaube, das ist das Richtige, oder? Jetzt weiß ich es auch nicht, aber wir gucken es uns mal an. Ja, könnte wohl sein, ne? Sieht ganz danach aus. So, der Dralo hat gesagt, ich sollte hier Prograde und Retrograde. Das kann der. Ich muss das auf Prograde machen. Ich soll aber erstmal bis zur Periapsis fliegen. Das ist hier die Periapsis, oder? Current Periapsis, gut. Wieder rein. Und der soll ausrichten. Das macht er jetzt. Das ist natürlich super. Hätte ich auch nicht gedacht. Und dann muss ich die Apoapsis auf 300 hochbringen. 102 haben wir da. Und dafür muss ich nur Gas geben, sagt er. Machen wir das doch mal, ne? 100. Und ich soll das SAS auf jeden Fall immer ausmachen. 60, 70, 80, 90, Stopp. Bisschen mehr. Gut. SRS aus. Batterie sparen. Das können wir auch ausmachen, ne? Gut, das würde bedeuten, ich soll hier auch aussteigen. Eva. Dann kann ich hier rechts klicken. Eva-Report machen. Keep Data. Wunderbar. Und dann soll ich wieder einsteigen. Mit Baby Board. Passt. So, jetzt fliegen wir weiter auf die 300.000er Ebene. Aber das klappt alles so, wie wir uns das vorstellen. Wo ist 300.000 da hinten? Passt noch, ne? Oh, gut, dann können wir ein bisschen beschleunigen. Bis wir da sind. Ich mach mal nochmal langsam, dreh nochmal richtig. Schneller nochmal. So, aber auf jeden Fall, dass wir da auf hier bei 300.000 sind, ne? Sonst klappt das ja nicht. Wir müssen über 300.000 sein. Also es ist auch besser, dass das ein bisschen mehr war, ne? So, da sind wir schon. Das heißt, wir können jetzt auch wieder einfach machen. Wieder dahin. Eva. Rechtsklicken. Den Eva-Report. Behalten. Alles gut. Und jetzt können wir hier noch den Gu wahrscheinlich anschmeißen. Und ich glaube, wir können wieder einsteigen, ne? Hat den jetzt aufgemacht oder nicht? So, das macht er. Transit Data. Bringt das jetzt?
Machen wir mal, ne? Oder ne, machen wir nicht, weil wir können ja noch ein bisschen mehr haben. Also hier aus der Kapsel raus können wir auch noch einen Rapport machen. Experimente ansehen könnten wir da. Control from here, name Vessel Toggle. Statusbericht. Keep Data. Ja, ich hoffe, das ist jetzt alles richtig. Experimente ansehen kann man hier, okay. Science ohne Ende. Zwei Überberichte werden Space High over Kerbin. Und da gibt es Nummer 8 und 8. Highlands, okay. Alles gut. Statusbericht. Ja. Hab ich jetzt was weggemacht? Nein, ne? Die anderen sind noch alle da. Ja. So, den Gu wollte ich nochmal. Und den setze ich mal dahin und transmit Data und fertig. Und warum ist jetzt 100%? Gut. Ich hoffe, das war alles so richtig. Wir sind jetzt unter 300.000, das heißt, wir können da sowieso nichts mehr hier außen machen. So. Ja, Sprit haben wir genug. Das ist nicht das Ding. Wir müssen jetzt nur das umgekehrt machen. Wieder zur Apo müssen wir jetzt hin. Okay, Data, fertig. Zur Apo müssen wir hin und die Apo ist... Da machen wir eine Ehrenrunde, ne? Auf zu Periapsis. Ich dachte, er wird langsamer. Der wird gar nicht langsamer. Okay. So. Bisschen langsamer. So, und dann Retrograde brennen. Das können wir dann auch mit dem kleinen Mann machen, ne? So. Macht er jetzt nichts mehr? Oder macht er nur, wenn das SAS an ist? Ah, interessant. So, das ist Retrograde. Und ausmachen. M und dann brennen wir das, ne? Und siehe da, wir kommen gleich runter. Auf jeden Fall. Irgendwie bis 40.000 soll ich das machen. Reicht vollkommen aus, hat er gesagt. Ja, wohl, wenn die Atmosphäre abgebremst werden, ne? Hat er geschrieben, genau. Ich mach's dann auch auf 40. Gut. Gut, ja. Jetzt haben wir alles. Können wir schneller machen. Kapsel müssen wir dann noch abtrennen. Haben wir noch irgendwas? Ah, ich glaube, wir haben hier noch einen zweiten Gu, den können wir noch... Hallo? Können wir doch nicht? Wieso will der jetzt nicht hier... Komisch. Ich krieg den Gu nicht an.
geklickt. Hier geht's, aber der geht nicht. Schade. Kein Saft mehr, kann er sein? Da. Ne, elektrische Ladung ist auch noch da. Verstehe ich jetzt nicht. Der ist ja offen. Und der will nicht. Naja. Was nicht ist, nichts nicht. Gut. So, wir gehen rein und... Ach so, wir müssen abtrennen. Was haben wir jetzt gemacht? Ich hab doch abgetrennt, oder? Na, hat wohl irgendwie nicht so richtig funktioniert. Das lag bestimmt daran. Oh, ich glaube, ich habe den Dingens falsch angesetzt. Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, das geht trotzdem mit dem Fallschirm. Höchstens das Dingens... Forschungslabor hier, oder was war das? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, das können wir auch noch machen. Shit. Gib Data. Ja. Jetzt gehen sie auch alle, ne? Kann ich den anderen noch erwischen? Jetzt geht der Gu auch. Keine Ahnung, warum es eben nicht ging. Jetzt habe ich erstmal alles mitgenommen, was ging und gut ist. Komm, das übermitteln wir mal. Falls das Ding unterwegs jetzt gleich kaputt gehen sollte. Ich weiß es nämlich nicht, ob das hält oder nicht hält. Gut. Ja. Sieht jetzt komisch aus. Mit dem Ding da offen. Vielleicht können wir hier noch ein paar tolle Messwerte jetzt rausholen. Ne, machen wir nicht. Alles gut, ne? Die Kapsel hält eigentlich so aus, hat man mir gesagt. Ich will hoffen, dass das so ist. Geht das gleich kaputt oder nicht? Ah, da sieht man den Balken hier, ne? Okay, hier sieht es schon ganz schlimm aus. Da auch. Ich glaube, das hält, oder? Oder ist das Dreiviertel? Ist ja interessant zu sehen, ne? Aussehen tut das ja richtig cool. Batterie ist noch im Grün. Hier, das ist nicht im Grün, ne? Das ist grün, das ist auch grün. Aber das hier ist andersfarbig. Achso, die sind auf der Rückseite. Vielleicht sieht es deswegen nur so aus. Ne, es ist gleich. Die sind im roten Bereich. Gleich geht der kaputt hier. Die blinken auch schon. Die Reibung ist da ziemlich stark dran, ne? Ja, der könnte gleich kaputt gehen. Ist das dieser? Ne, das ist dieser hier, ne? Kanister. Die Science. Lebt gleißend gelb. Da ist er weggeschmolzen. Reißt ab oder so, ne? Oh, oh, oh. Siehst du, so sieht das aus, wenn ein Gu-Kanister kaputt geht. Krass. Ich habe jetzt gedacht, das ganze Ding geht kaputt. Schock fürs Leben.
Ja, das ist nur der Glutkanister gewesen. Ja, da ist noch was kaputt gegangen. Wow. Ah, jetzt ist das ganze Teil kaputt gegangen. Jetzt ist nur noch unsere Kapsel da. Okay, sieht aber gut aus. Ich hoffe, Keep Data hat noch funktioniert, ne? Krass, oder? Okay, der richtet sich automatisch dann dahin aus, wo der Schutzschild hier drunter ist, ne? Aber das ist alles im grünen Bereich hier. Er fliegt ewig, ne? Total flache Kurve wohl. Oh. Der Knall war schon krass, oder? Wir können da ja auch ein bisschen Geschwindigkeit steigern, ne? Aber es ist mit einem Risiko verbunden, habe ich mir sagen lassen. Aber wir bremsen schon ab, naja. Die Atmosphäre wird halt dichter, ne? Ja, noch ist alles gut, ne? Jetzt ballen wir auch schneller runter, die Kurve wird steiler. Ach, hier ist Körben ja nicht an, ne? Machen wir eine Wasserlandung? Sieht so aus. Ja, ich glaube, das wird eine Wasserlandung. Oder? Ja, obwohl. Da ist die Küstenlinie. Könnte auch knapp werden. So, jetzt werden wir auf jeden Fall eine ganze Ecke langsamer. Gut, ne? Beruhigend. Ah, ich glaube, das wird trotz alledem noch eine Wasserlandung. Dann kommen wir hier irgendwo auf. Ah, jetzt wird es ja schon senkrecht gefallen. Die seitliche Geschwindigkeit ist weg. Ja, gut. Das sieht doch alles prima aus, oder? Immer noch doppelt? Nein, einfache Geschwindigkeit. 3000. Oh, 2,5. Schirme auf. 2 Stück haben wir mit, weiß ich gar nicht mehr, warum wir 2 haben, aber okay. Sieht ja schick hier aus, ne? Ja, dann gehe ich hier mal auf. Crew Hatch. Weiß jetzt gar nicht, ob wir, wenn wir hier gleich im Wasser sind, aussteigen können oder nicht. Oder ertrinken könnte ja auch sein, ne? Meter, meine Güte. Dann fliegen wir aber noch weit runter. Ich glaube, da machen wir mal einen Tacken schneller. Vier gehen auch, ne? Aber weil wir 2 Schirme haben, dauert das so lange, ne? Alles klar. Okay. Gehen wir mal langsam runter. Meter gehen wir normale Geschwindigkeit, ne? So. Ja. Geht das Meer da hoch oder was soll das sein? Ja, das ist bestimmt das tiefe Wasser da hinten. Und hier ist so ein
höherer Grund. Ja, würde ich mal sagen, das ist bestimmt so. Gut, und dann haben wir die Landung geschafft. So, und jetzt ist wirklich zu überlegen, ob das Ding nicht untergeht, wenn wir hier einen Statusbericht machen. Nee, das wollen wir nicht. Hier wollen wir machen. Der liegt da jetzt drinne, oder? Machen wir gerade ein Ding ins EVA-Report. Behalten, haben wir geschafft. Und dann können wir an Bord gehen, zum Glück. Und dann Gefährt bergen. Alles gut gelaufen, denke ich mal. Ha? Jetzt müssen wir massig Punkte hier kriegen. Und? 37,3. Naja, nicht schlecht. Ich hoffe, es war alles so richtig. Sieht doch so aus. Gut. Das ist Kohle. Wodka, Kerman, No Experiments. 277, alles gut. Ja. Was geschafft? Was sollten wir ausbauen? Irgendwas muss man noch ausbauen. War das das? Jetzt muss ich nachlesen. Ja, ich finde es nicht so schnell. Irgendwo hat der Dralo mir das geschrieben, dass ich das machen soll, ausbauen. Was soll ich ausbauen? Naja, das können wir auch noch am Anfang nächster Folge machen. Ich guck's dann nochmal nach. Und dann werde ich das schon finden. Ne? Deswegen. Gut, okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.